Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Und mir ist gerade ja so mehr oder weniger ein kleiner Geistesblitz gekommen. Und zwar könnten wir die Wäscherei hier hinbauen. Und das werden wir auch machen. Das heißt, wir brauchen hier ein Fundament. Wir erweitern sozusagen die Putzkammer und werden dann einmal umziehen. Selbst wenn wir hier, ne, das ganze Zeug hier drin haben. Das können wir alles umräumen, das funktioniert ja soweit. Geschwindigkeit wollte ich ja natürlich wieder hochstellen. Das klappt ja alles so. Jetzt müssen die außen rumlaufen. Obwohl sie die Mauer auch wegreißen sollen. Und dann packt man nämlich das um. So, Räume. Das ist keine Putzkammer mehr und das ist keine Wäscherei mehr. Sondern wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Klassenraum, Wäscherei. Ist da nämlich ein bisschen mehr Platz. Einrichtungen demontieren. Zack, zack. Hier das und das. Okay, dann hätten wir Waschmaschinen 2 Stück. Ja, hier so, so. Und Bügelbretter. Wie stationieren wir die denn am besten? So und so. Und dann können wir eben auch Versorgung. Ah, okay, hier oben können wir ein Kabel runterlegen. Dann machen wir das doch so. Wir bauen hier den Netzschalter rein. Dass, falls was passiert, eben, dass wir hier Strom abklemmen können. Und hier ziehen wir das Kabel rein. Und haben dann den Netzschalter hier oben im Lager. Das ist auch nicht schlecht. Warum denn nicht? Und hier drüben ist unsere neue Putzkammer. So. Und dann müssen wir natürlich noch sagen, Stationierung, Arbeitsplätze, ne? Wir haben ja jetzt hier neu zugewiesen. Wäscherei, machen wir ordentlich voll. Und die neuen Jungs sind da. Und da sehen wir sie schon. Da sehen wir sie schon. Ich mache jetzt mal kurz hier zu, dass ich es nicht vergesse. Und wir sehen, wir haben die neuen Gefangenen da. Die sind jetzt orange. Orangene Jungs. Vielleicht sollten wir hier Einrichtung, Einrichtung, Einrichtung nochmal Bügelbretter kaufen. So. Und dann hätten wir unsere neuen Jungs da. Richtig, richtig cool. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt hier in der Sicherheitseinweisung ein bisschen was geht. Start. Okay. Lehre als Tischler, Grundschulbildung, Allgemeinbildung hätten wir auch was. 4 Stück, die interessiert sind. Lassen wir die auch mal ran. Kücheneinweisung. So wollen sie natürlich alle hin. Aber das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht und hier müsste man mal wieder verkaufen. Ansonsten sieht es richtig gut aus. Jetzt bin ich ordentlich am Überlegen, ob ich denn die Werkstatt gleich erweitern soll. Warum ist hier hinten, ne? Hier fehlt ein Kabel. Beziehungsweise ein Rohr. Kein Kabel, ein Rohr. Ist die Lampe genau auf dem Netzschalter? Das kann doch nicht sein. Müssen wir die abbauen? Hier sind vielleicht doch ein bisschen zu viele. So. Lassen wir mal so stehen. Gut, er hat die Lampe abgebaut. Jetzt können wir hier auch an den Netzschalter ran. Cool.
Jetzt müsste hier nur noch das Rohr verlegt werden. Und den können wir jetzt mal probieren. Switch off. Okay, geht. Switch on. Läuft. Wunderbar. So war es früher mal geplant. Die Umsetzung war nicht ganz so perfekt. Und jetzt komme ich gerade so auf, ja, warum Räume? Räume, Putzkammer. 3x3. Ah, ich glaube, da war schon mal was. Wir könnten aber theoretisch diese Wand raus, eins nach oben versetzen, die Putzkammer hier rein machen und das Lager hier rein. Dann hätten wir ein bisschen größeres Lager. Und dann würde ich sagen, das machen wir so. Warum denn nicht? Reißen wir das hier ab. Sagen Räume. Neben der jungen Dame einmal was weg. Und legen hier eine neue Wand rein. Und sagen dann Räume, Putzkammer. Putzkammer. Bist ab jetzt. Du. So. Und warum wird hier unten kein Rohr gelegt? Und dann sagen wir hier nicht Putzkammer, sondern wir sagen hier Räume. Ja, wo ist denn das Lager? Hier. Du bist jetzt Lager, du bist keine Putzkammer mehr und dann sollte das alles funktionieren. Oh mein Gott. Ja, wir sollten hier ein bisschen erweitern. Wir sollten hier etwas erweitern. So. Und nice, das sieht richtig gut aus. Das aber nicht. Komm, wir werfen mal hier den Stack weg, was da drin ist. Ich weiß nicht, warum es denn nicht so funktioniert. Wie eigentlich erhofft, dass es funktionieren sollte. So, Werkstatt. Wir können sagen, Räume. Werkstatt. Hier. Du gehörst neu dazu und dann müssen wir, glaube ich, auch Stationierung, Arbeitsplätze, ja, müssen hier neu festlegen. Gibt ja eh bloß einen, der da arbeiten kann, ne? Und die Waschmaschine funktioniert nicht. Ich baue sie mal ab und setze eine nach rechts. Und dann gucken wir doch mal, was denn dann funktioniert. Na, komm an. So. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hier könnten wir eventuell die Pots ein bisschen ausbauen. Und vielleicht die Kantine an sich. Ich weiß aber noch nicht wie. Es ist ein bisschen eng. Ne? Es wird ein bisschen lang. Es zieht sich alles so in die Länge. Eventuell könnten wir noch, beziehungsweise sollten wir vielleicht noch ein, zwei Herde einsetzen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es denn erweitern soll. Eventuell den Hof ein bisschen anders positionieren, damit ich hier eben noch Klos hinbekomme. Vielleicht da diese Richtung Ausbau und die Kantine in diese Richtung Ausbau. Oder eben eine zweite errichten, aber da gab es, beziehungsweise gibt es das ein oder andere Problem, wenn es eben zwei Kantinen gibt, dass die nicht so wirklich genutzt werden. Versorgung. Brauchen wir noch ein Kabelchen. Wird gelegt. Wie sieht's? Was ist denn hier unten los?
Warum funktioniert das nicht? Kann mir das einer erklären? Komm, ich werf sie mal weg und kauf mal eine neue. Gut. Mir fällt jetzt auch nicht mehr viel dazu ein. Und im Moment sieht es auch so aus, als hätten sie endlich mal da den Wäschekorb beseitigt. Und sie würden die auch nicht mehr so verteilen. Hier steht jetzt einer drin, hier oben stehen welche, aber die sind ja alle in Benutzung. Kann man hier nicht im Klo deponieren? Von mir aus, Waschmaschine. So. Wir versuchen es nochmal hier. Beziehungsweise einmal abbrechen. Und gucken vorher. Ja, da liegt auch ein Rohr. Also ein Rohr liegt hier auf jeden Fall. Einrichtung. Waschmaschine. So. Und das da unten funktioniert auch. Also hier die Stationierung, die läuft. Die machen hier schön auf und zu. Es passen immer genau zwei LKWs hier rein. Was ein bisschen hier blöd ist. Sehe ich gerade, dass da das Tor immer so halb offen steht, ne? Solange hier nicht abgeladen wird, steht halt das Tor halb offen. Das ist ein bisschen schade. Und die Waschmaschine, die kriegt kein Wasser. Ich sehe es gerade. Vielleicht funktioniert das ja, wenn ein großes Rohr hinkommt. Ja. Ein? Ja, es fehlt ja ein Stück. Ach komm, Jungs, baut es doch hin. Danke. So, jetzt funktioniert's. Die hatten nicht genug Saft, beziehungsweise nicht genug Wasser, da ging der Wasserstrom nicht so weit. Und hier sind wir schon bei 10.000. 11 Tage, vielleicht ist es ja 10.000 das Maximum. Das wäre jetzt so, ja. Eigentlich ganz cool. Wir haben 30.000, 31.000 zur Verfügung. Ist irgendwie, also ich finde es ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es zwar cool, dass wir wirklich so viel Geld auf der Tasche haben, aber wir machen ja nichts, ne? Wir verkaufen keine Nummernschilder. Wir produzieren nicht wirklich viel Holz. Wir verkaufen ja nicht wirklich viel Holz. Ja, ich habe jetzt gerade hier viel so Stacks verkauft. Und bekommen trotzdem, haben trotzdem richtig viel Geld. Ja, bisschen, hier, wenn ich es gerade sehe. Regelwerk. Und zwar können wir hier eben bei allem, was wir so machen. Ja. Und da kann man hier alles so festlegen, ja, was er machen soll bei Zerstörung, Durchsuchen, ihn und Zelle, ja, machen wir. Und dann können wir eben den Lockdown festlegen. Ich gehe jetzt mal hier so 2 Stunden und den Rest lasse ich bei 4. Beziehungsweise eine ernsthafte Verletzung bei 4 ist in Ordnung. Und dann müssen wir mal wieder einen Shakedown machen in der nächsten Nacht. Ganz wichtig, in der nächsten Folge machen wir das dann. Sicherheitseinweisung 10 gepastet. Es sind 3, 4 Stück, die da dabei sind. 4 Stück, die da ordentlich dabei sind. Ich hoffe, das klappt jetzt wirklich. Na, es ist jetzt. Jetzt ist die Zeit. 9 bis 11, das lassen wir jetzt nochmal kurz. Da schauen wir nochmal schnell drüber. Und hier sehen wir schon, es sind die Gefangenen mit der neuen Gefahrenstufe. Es sind die Gefangenen mit mittlerer Stufe. Und jetzt gucken wir doch mal. Es müsste jetzt dann
gleich beendet sein. Und? Na? Muss los? 14 bestanden. Das heißt, wir müssten jetzt Stationierung, Arbeitsplätze, 5 Arbeiter haben, die hierfür qualifiziert sind. Sehr, sehr, sehr schön. Hier könnte man nochmal kurz Versorgung, Kondensator. So 4 Stück anbringen, dass wir da, jetzt wo ich es mir so gerade gesehen habe, dass wir da irgendwann nicht mal in Verzug kommen. Und auf jeden Fall, jetzt haben wir hier 4 Gefangene, die da interessiert sind. Und eine ist sogar interessiert, eine Lehre als Tischler anzufangen. Und das wollen wir ihm natürlich nicht vorenthalten. Und wer ist denn das? Der gute Mann hier da? Ja, das, naja, nicht mehr lange da, aber ich bin ja schon ordentlich über der Zeit. Das kann also nicht sein, ja. Es läuft auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir kriegen ordentlich Geld rein. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn wirklich die Arbeiten da unten in der Werkstatt jetzt, ja, ordentlich am Machen sind. Dann wird es nämlich nochmal ein ordentlicher Batzen mehr Geld. Ich bin gespannt. Wir werden es in den nächsten Folgen bestimmt erleben. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Man sieht sich, ich bin raus hier. Ciao.